Also das heißt, der große Unterschied ist eigentlich, dass man im Lightroom keine Pixel addieren und subtrahieren kann. Das heißt, die Leute, die sozusagen Himmel austauschen, umfangreiche Porträtretusche, das wäre dann Photoshop. Und beim Adobe Lightroom ist eben diese LR-Cut-Datei, die Datenbank im Hintergrund. Das ist eine non-destruktive Bildbearbeitung. Das heißt, die Änderungen werden nur im Katalog gespeichert und nicht an den Bildern. Wenn ihr zum Beispiel mit RAW-Files fotografiert, dann werden diese ganzen Änderungen nur in diese RAW-Files hineingeschrieben, also in diesen Katalog reingeschrieben und ebenso bei JPEG-Bildern. Das heißt, ich habe einen non-destruktiven Workflow. Und dann ist auch noch Adobe Lightroom Mobile enthalten. Das heißt, ihr könnt auch Sammlungen mit eurem Handy synchronisieren, wenn ihr das möchtet, oder mit einem iPad. Und das ist dieser Speicher, der da dabei ist, dieser Cloud-Speicher. Es ist natürlich eine nahtlose Integration, das ist das Schöne. Und Photoshop habt ihr auch dabei. Also wenn es einmal nötig ist, kann man dann später auch einmal in den Photoshop wechseln. Wichtig ist, diese LR-Cut-Datei muss immer lokal gespeichert sein, also nicht im Netzwerk, und es können nicht mehrere Personen an einem Katalog arbeiten. Anita, arbeitest du auf mehrere Rechner? Nein, ich habe nur einen externen Monitor, aber ich habe Wunderbar, also dann ist es sehr, sehr einfach. Also und halt eine externe das Festplatte. spielt keine Rolle, also das spielt keine Rolle. Und Lightroom ist ein referenzielles Archiv, das heißt, Lightroom verknüpft dann auf die einzelnen Bilder. Ihr müsst euch das so vorstellen: beim Import spannt der Lightroom Schnüre und weiß dann quasi, wo die Fotos gespeichert sind. Also die Fotos an und für sich sind nicht im Lightroom, es sind nur diese Verknüpfungen drinnen. Und jetzt nur eine Frage an die Anita: Hast du an Apple oder an PC? Okay, weil der Apple hat eh immer dieselben Buchstaben. Und so gesehen spielt es auch überhaupt keine Rolle, wo die Fotos dann gespeichert sind. Du solltest aber, nachdem du die Bilder importiert hast, sie nach Möglichkeit im Finder nicht mehr verschieben. Wie Also mache wenn ich die Fotos einmal in deiner Ordnerstruktur sind, ja. dann müsste man sie im Lightroom verschieben, aber nicht jetzt irgendwie auf der Festplatte wahllos herumschieben. Das kann man zwar alles reparieren, aber das ist sozusagen ein bisschen mühsam dann, ja. Und du könntest auch deinen Katalog auf die externe Festplatte legen, wenn du möchtest. Ja, wäre sinnvoll, nehme ich an, ja. Ja, dann hast du alles an einer Stelle und dann ist eben wichtig, regelmäßig sichern. Aber das geht ja mit der Time Machine sehr gut. Und der Workflow ist eben zuerst Import, das kann ein RAW-File sein, JPEGs, das kann von der Kamera sein, von der Festplatte, vom Mobiltelefon. In der Bibliothek, und das heute hauptsächlich geht, ist die Ablage, die Bilder werden geordnet, die werden verschlagwortet. Es gibt sogenannte virtuelle Ordner und Sammlungen. Und das ist sowieso die Geschichte, wenn man die mal verstanden hat, mit dem kann man einfach sein Bildarchiv gut ordnen. Also das ist das, was sehr, sehr viel bringt. Und dann die ganze Entwicklung, Weißabgleich, Belichtung, Entrauschen, Objektivkorrektur und letztendlich wird das Ganze exportiert. Das heißt, ich habe dann sozusagen zum Schluss wieder eine JPEG- oder Photoshop-Datei, die dann für ein Fotobuch, fürs Internet oder für was auch immer verwendet wird. Das heißt eigentlich, im Lightroom habe ich immer eine Stammdatei und diese Datei wird bearbeitet und es kommt dann eine Kopie heraus. Das heißt, der Export ist immer zwingend der letzte Schritt, nachdem ich meine Fotos bearbeitet habe. Entschuldigung, ich hätte eine Frage zum Export. Ja? Und zwar, mir kommt vor, ich bin immer angehalten in Unterarten ablegen, gell? Ja? Und mir kommt vor, ich habe den Ordner, wo die Fotos liegen, nie ausführen brauchen zuerst. Das automatisch kommen. Gibt's Okay, das? du, Rudi, das schauen wir uns dann später. Der Was? Export ist Danke. heute der letzte Schritt. Das schauen wir uns dann detailliert an, gell? Was? Danke. Und man hat nur einen Katalog. Also normalerweise hat man nur einen Katalog, Ausnahme wäre Firma und privat. Man kann sozusagen katalogübergreifend nicht suchen und die Katalogdatei regelmäßig sichern. Also ich habe jetzt über 100.000 Bilder im Archiv.
Das funktioniert ganz, ganz schnell. Also man braucht sich da keine Sorgen machen. Also 10.000, 20.000, 30.000, 40.000 Bilder ist überhaupt kein Problem. Und Lightroom kann auch Videos verwalten. Darf ich da auch was gleich fragen? Bitte. Kommen im Prinzip die Fotos, die ja momentan, ja, es sind 3000 Fotos, gell? Also ich bin am Löschen, ja, momentan noch, weil es ja absurd ist, Ja. die ich jetzt auf der Festplatte habe, die ja alle unglaublich hohe Dateien haben, also was auch immer, neuen und noch mehr. Ja, Und ja. ja, kommen die dann im Prinzip auf mein kleines MacBook Air, wenn ich jetzt dann mit Lightroom arbeite? Nein. Und zwar, wenn du die Fotos jetzt auf deiner externen Festplatte hast, wenn sie dort löscht, wenn die dort gelöscht sind, sind sie gelöscht. Und je nachdem, wo du sie ablegst, also Lightroom kopiert sie dann nicht automatisch auf die interne Festplatte. Ja, aber Lightroom habe ich ja momentan nicht auf der Festplatte, sondern auf dem MacBook Air. Genau, aber das können wir, also diesen Katalog können wir dann übersiedeln. Okay. Aber auch prinzipiell, auf deinem MacBook Air sind dann nur die Vorschaudateien. Alles klar, das heißt, die nehmen nicht zu viel Speicherkapazität. Genau, weil den Keine Katalog kann man prinzipiell Kosten. schon so lange, bis halt der Rechner nicht voll ist, einfach drauf lassen und kann es nachher dann runtergeben. Gut, das heißt, es ist im Prinzip nur wegen den Videos so heikel, aber wegen den Fotos nicht. Genau, weil die Videos, also in dem Mann, du hast wahrscheinlich 500 Gigabyte oder 1 Terabyte Speicher, aber bei Videos hast du natürlich 500 Gigabyte weg wie nix. Das geht ratzfatz. Ja. Ich meine, von den Bildformaten sind JPEG, RAW, Photoshop, TIFF, das High-Format, vor allem am iPhone, NEV bei Nikon, beim Rudi. Also, das sind sozusagen diese Bildformate, die kann der Lightroom natürlich alle lesen. Und werden dann sozusagen umgewandelt in JPEGs. Der Katalog besteht einmal aus mehreren Teilen. Das Entwickeln, also die Bibliothek, das ist das Modul, das wir uns heute schwerpunktmäßig anschauen werden. Da geht es quasi um die Ablage, um die Verwaltung. Und ich nehme an, habt ihr schon einen Katalog angelegt? Nein. Okay, das passt, Ja. David, das machen wir gemeinsam. Ich zeige euch einmal, was in diesem Lightroom-Katalog, wie der dann auf der Festplatte ausschaut, damit ihr mal ein Gefühl habt, was sozusagen Lightroom da macht. Er legt einfach standardmäßig in dem Bilderordner den Katalog ab, der heißt dann Lightroom-Katalog und das ist im Prinzip ein Ordner, da sind ein paar Vorschaudateien drinnen, die Katalogdatei, diese blaue hier, LRC. Und in diesem Ordner sollte eigentlich sonst auch nichts anderes drinnen sein. Also in dieser LRCAT-Datei sollte wirklich nur der Lightroom-Katalog plus diese Vorschaudateien, die werden automatisch angelegt, auf das habt ihr eh keinen Einfluss. Das heißt, die sollten da drinnen sein. Ich zeige euch einmal, wie man so einen Katalog anlegt. Geht einmal auf Abbrechen. Datei neu. Und ich werde dann jetzt auch hier in dem Ordner Dokumente, oder legen auf dem Desktop einfach an, einfachheitshalber. Und ich nenne dann einfach einmal Fotoarchiv Karl-LRCAT. Ihr solltet euch bitte einmal einen Namen ausdenken, wo ihr euch sofort auskennt. Sonst heißen die alle Lightroom 1, 2, 3 und dann sozusagen hat man immer das Problem, dass man dann sozusagen nicht weiß, ist es der richtige Katalog und so weiter. Das heißt, ich gehe jetzt einfach hier mal auf Erstellen. Dann kommt diese Frage, ob er den vorigen Katalog sichern soll. Da sage ich mal einfach hier diesmal überspringen und er legt dann einen neuen Ordner an. Und in diesen Ordner legt er den Katalog dann ab. Jörg, hast du schon einen Katalog? Ich müsste Prinzipiell oder beginnst du irgendwann, komplett von neu? naja, einen Katalog habe ich irgendwo, aber ich starte trotzdem von neu. Ja, nein, das passt schon. Mir geht es nur darum, um so ein bisschen dein Wissen zu evaluieren. Jetzt habe ich einen vollkommenen leeren Katalog. So beginnt man normalerweise. Und wir werden einmal diesen Katalog gemeinsam neu anlegen. Ich werde mal hier den Lightroom schließen und meinen Katalog noch einmal löschen, damit wir das gemeinsam machen können. Und dann gehe ich einfach hier auf Datei neu.
Ganz gerne mal mitmachen, Datei neu, neuer Katalog. Und jetzt ist einfach der Trick, ihr sucht euch bitte einen Ordner, wo ihr das Ganze ablegen möchtet. Das kann in Bilder sein oder wenn ihr eine zweite Festplatte im Rechner habt und gebt ihm bitte einen gescheiten Namen. Ich nenne den einmal Fotoarchiv Karl. LR-CAT. LR-CAT bedeutet Lightroom Catalog, dann weiß ich ganz genau, in diesem Ordner befindet sich die Katalogdatei und sonst ist da nichts drinnen, bitte. Gell? Da kommen keine Bilder hinein, keine Word-Dokumente. Wenn hier dieser Katalog sichern kommt, einfach überspringen und dann solltet ihr so einen leeren Katalog haben. Schaut mal vielleicht zuerst einmal zu. Dann kann ich hier bei Quelle auswählen, dann navigiere ich zu dem entsprechenden Ordner. Jetzt hier zu meinem, so, da habe ich den Lightroom 1 und ich nehme hier einfach diesen Übungsordner und dann zeigt er mir hier schon an die Bilder. Und jetzt ist wichtig, hier oben müsst ihr unbedingt hinzufügen auswählen, gell? Weil bei Kopie würde er eine Kopie machen. Kopiert es irgendwo hin, was in dem Fall nicht notwendig ist. Bei Verschieben würde es einfach von A nach B verschieben und bei Hinzufügen sozusagen fügt er die Bilder hinzu und tut die dann quasi nur verknüpfen mit dem Desktop in dem Fall. Ich habe ein Problem. Was Ja? ist, wenn unten rechts unten so importieren? Bitte. Schaut, das ist der letzte Schritt jetzt. Wenn ich da jetzt auf Importieren gehe, dann ist der Vorgang abgeschlossen. Okay. Das ist immer der letzte Schritt. Okay. Also, wie gesagt, ich fange da oben an, ich gehe da auf Importieren, dann wähle ich den Genau. Ausgangsordner. Ich kann hier auf Quelle wählen gehen, in dem hier dieser Übungsordner. Ja. Und dann nehme ich einfach den, wichtig ist hier hinzufügen, gell? Okay, ich mache das nicht so. Magst du das so, oder? Na, mach das so immer importieren und dann gehe auf den Entwickler. Auf Entwickeln. Ja. Nein, das kann nicht stimmen. Rudi, du spürst aber schon zuerst die Fotos auf die Festplatte oder importierst die du direkt mit Lightroom? Ja, genau. Das kannst du natürlich auch machen, gell? Also wenn du sie direkt von der Speicherkarte weg importierst, ist es genauso richtig. Jörg, wie magst du das? Importierst du die direkt in Lightroom oder zuerst auf die Festplatte? Also bis jetzt, nachdem ich wirklich erst beginne, habe ich alles auf der Festplatte. Und ab dann, wenn ich es organisiert habe oder jetzt organisiert habe, werde ich es, glaube ich, direkt importieren. Genau, das ist genau das, das ist genau der Weg. Also, so mache ich sie ja. Also alles, was natürlich schon da ist, geht immer hinzufügen und alles, was da jetzt neu kommt von der Speicherkarte, mache ich direkt. Aber das wäre jetzt mal für den Anfang eh schon eine gute Sache. Das heißt, ich gehe hier auf Importieren und dann werden die Verknüpfungen sozusagen erstellt. Genau, so mache ich das, ja. Ja, wunderbar. Na, gehen wir auf den Entwickler. Also jetzt gestern entwickeln. Ja, jetzt da. Ja, na, das ist schon richtig. Jetzt, dann stimmt es schon. Noch gestern entwickeln, das passt. Ja. Jetzt zu Anfang. Ihr könnt hier unten euch die ganzen Symbole einblenden. Das heißt, wir haben hier, wenn ihr hier dieses kleine Pfeilchen, sieht man das? Ja, sicher. Da könnt ihr dann also ihr habt eigentlich alles außer Navigieren und Diashow habe ich hier aktiviert. Das sind einfach gewisse Symbole, die wir dann brauchen in späterer Folge. Wenn ihr einen kleinen Monitor habt, dann kann es sein, dass diese Symbolleiste verdeckt ist. Dann kann ich mit der Tabulatortaste die Seitenpaneele ausblenden und sieht dann hier auch das Pfeilchen, gell? Also Tabulator-Taste, die ist neben der Q-Taste. Das ist die Taste, die die Seitenpaneele ausblendet. Und wenn ihr Kurzbefehle einmal braucht, in der Hilfe gibt es Tastaturbefehle zum Modul Bibliothek und da habt ihr die ganzen Tastaturbefehle drinnen, gell?
also unter der Hilfe. Und wenn ihr mit der Maus drüber fahrt, sieht man auch immer dann gleich die Kurzbefehle. Wenn ich jetzt das Foto auf groß anschauen möchte, reicht der Doppelklick. Das heißt, ich kann einfach hier das Foto nehmen, einen Doppelklick und dann habe ich es einmal in der vollen Ansicht. Mit der F-Taste komme ich in den Fullscreen-Modus. Also F-Taste bedeutet Fullscreen-Modus. Frage, ich arbeite nicht mit Maus, sondern mit Touchpad. Du solltest da unbedingt für den Lightroom mal eine Maus besorgen. Also du kannst natürlich aus der, du kannst einfach mit einem Doppelklick auf die Maus, geht es genauso. Ja. Und du kannst natürlich mit der Gestensteuerung das alles machen, aber wenn du mehr arbeitest, wirst du irgendwann einmal bei einer Maus landen. Okay. Es ist einfach sehr, sehr mühsam. Ja. Dann, wenn ihr ins Bild reinzoomen möchtet, braucht ihr nur einmal draufklicken und dann seht ihr, dann kommt dieses Lupensymbol und dann kann ich einfach die Ansicht vergrößern. Das ist einfach, wenn ihr ein Bild, wenn ihr checken möchtet, ob das wirklich richtig scharf ist, ist das eine tolle Möglichkeit. Und wenn ihr hier oben am Navigator mal schaut, da steht hier einpassen und daneben steht zum Beispiel 66,7%. Das heißt, das wären jetzt die beiden Stufen, die ich hier dann sofort abrufen kann. Und wenn ich dann im Bild bin, kann ich mit dem Handsymbol dann im Bild herumfahren und kann schauen, also was sich wo tut. Und wenn ich hier einen anderen Wert einstelle, zum Beispiel 300%, dann würde er jetzt zwischen einpassen und 300% wählen. Aber so prinzipiell sind so 66% ist ganz ein guter Wert. Da kann man dann schon schauen, ob das Foto richtig scharf ist. Das ist hier oben im Navigator. Genau. Und jetzt ist quasi, was hier links angezeigt wird, das ist jetzt sozusagen auch ein Abbild des Windows Explorers. Also das ist jetzt, oder Finder. Das heißt, das ist tatsächlich das, was auf der Festplatte ist, das ist nichts Virtuelles. Gell? Also das ist ganz, ganz wichtig. Wenn ich mir diese beiden Fotos jetzt einmal anschaue und ich möchte vergleichen, ob die auch passen, kann ich die einmal beide markieren. Und jetzt gibt es hier dann dieses XY-Symbol, die sogenannte Vergleichsansicht. Das werde ich jetzt einmal drücken. Und jetzt seht ihr, jetzt habe ich dann zwei Bilder und kann die einfach gut vergleichen. Kann da mal zum Beispiel reinzoomen, schauen, ob die richtig scharf sind. Kann hier mit dem Zoom-Regler das Ganze noch größer und kleiner machen. Das heißt, hier habe ich die Möglichkeit mit dieser Vergleichsansicht, wenn ich hier das Schloss aufsperre, kann ich die beiden dann auch noch gleich groß machen. Das ist immer, wenn zwei Fotos, die ähnlich sind, ist es einfach eine tolle Geschichte mit der Vergleichsansicht. Die zwei Fotos markieren mit Steuerungstaste und dann hier in die Vergleichsansicht und dann kann ich mir das Ganze schon anschauen. Mit der Tabulator-Taste kann ich die Seitenfläche wieder ausblenden. Ihr seht, das grobe Porträt, so wie dann, wenn ich dann sehen möchte, ob die Augen offen sind und so weiter. Also das ist sozusagen schon die erste ganz, ganz nützliche Hilfe. Und wenn ich zum Beispiel jetzt mehrere Bilder vergleichen möchte, dann geht es mit der sogenannten Übersicht, das wäre dieses Symbol hier links unten. Und dann kann ich mir mehrere Bilder nebeneinander anschauen. Das heißt, da kann ich acht auch nehmen, was ich jetzt sinnvoll am Monitor bekomme. Also die Vergleichsansicht ist quasi nur für zwei Bilder und die Übersicht ist für beliebig viele Bilder. Rudi, arbeitest du mit Sterne oder mit Flaggen? Verwendest du da irgendwas? Nein, leider gar nichts. Jörg, wie schaut es bei dir aus? Auch noch nichts. Okay. Die sogenannten Attribute, die sieht man da unten. Das sind jetzt eine weiße Flagge. Wo bist du denn jetzt, glaube ich? Muss man Dort setzt ihr da die weiße Flagge. umschalten, glaube ich. Also dann, ihr müsst es mir eigentlich sehen. Warte, ich gebe euch nochmal Ja. frei.
Seht ihr einen Karl? Nein, nein, warte, die gebe ich jetzt nochmal frei. Ich habe jetzt gerade nochmal umgeschaut. Ihr solltet es mir eigentlich sehen. So, jetzt solltet ihr mich wieder sehen. Rudi. Jetzt sollte die Freigabe wieder aktiviert sein. Warte, bitte? Moment, genau. Jetzt bin ich, glaube ich, im Bett geschossen. Ist das jetzt eine Foto von der Puppen da, von der Dame? Nein, irgendwas stimmt da nicht. Jörg, ihr seht mich schon richtig, oder? Ja. Okay. Und zwar, ich mache es jetzt prinzipiell so. Jedes Foto, das bei mir im Katalog verbleibt, bekommt einen Stern. Das heißt, wenn ich sage, okay, das Foto möchte ich behalten, drücke einfach die Taste 1 und es bekommt dann einen Stern. Dann die mittelguten Fotos bekommen 3 Sterne und die ganz guten Fotos bekommen 5 Sterne. Also ein Foto, das sozusagen jetzt nicht gut ist, aber das ich brauche, um für Geschichte, die am Laufen zu halten, das bekommt einmal einen Stern. Und so mittelgute Fotos, die kriegen 3 Sterne. Und die besonderen bekommen dann 5 Sterne. Und diese Sterne werden hier unten über diese Schaltfläche vergeben. Wenn ich da jetzt zum Beispiel herklicke, ich drücke hier auf 2, dann bekommt das Foto 2 Sterne. Ich kann auch unten reinklicken. Und die Sterne kann ich genauso mit dem Ziffernblock. Also wenn ich die Ziffer 3 drücke, habe ich 3 Sterne. Wenn ich 5 drücke, habe ich 5 Sterne. Und wenn ich 0 drücke, habe ich 0 Sterne. Und die Fotos, die dann bei mir keinen Stern haben, die werden dann eigentlich später gelöscht. Und der Vorteil an der Geschichte ist, wenn ich jetzt dann sage, okay, jetzt möchte ich mal schauen, ich möchte mal ein bisschen weniger Fotos sehen, dann gehe ich hier auf Attribut und sage, okay, jedes Foto, das größer gleich 3 Sterne, dann zeigt er mir alle Fotos an, die 3 und die 5 Sterne haben. Und so kann ich schon Fotos filtern. Wenn ich jetzt so wenig Bilder habe, ist es natürlich, habe ich einen leichteren Überblick, aber wenn ich viele Fotos habe, ist es natürlich sehr, sehr angenehm, wenn ich sozusagen hier mit diesen Filtern arbeiten kann. Und die Fotos, die also schlecht sind, also wenn Fotos jetzt zum Beispiel mal definitiv rausfallen, dann drückt man einfach die X-Taste und X steht für Rejected, für abgelehnt oder diese schwarze Flagge hier unten. Und die Fotos sind quasi zum Löschen vorbereitet und ich kann die dann mit einem Mausklick löschen. Das heißt, wenn ich die Fotos jetzt bei mir im Board durchschaue und ich sehe, dass die überhaupt nicht in Ordnung sind, dann werden die einmal sofort mit X markiert und dann gelöscht. Das hat eben den großen Vorteil, dass ich sehr, sehr schnell bin. Wer verwendet dieses schwarze X? Nein. Also ich kann natürlich auch jedes Foto einzeln auf Löschen gehen, aber es geht natürlich viel schneller. Ich werde jetzt einfach mal 3 Bilder aussuchen und dann gibt es hier Foto, abgelehnte Fotos löschen. Jetzt sagt er, möchtest du diese 3 abgelehnten Masterfotos vom Datenträger löschen oder nur aus dem Leitund entfernen? Natürlich möchte ich es vom Datenträger löschen, denn diese viel gescheiter, weil ansonsten sind es zwar nur auf der Festplatte, aber nicht im Katalog und die verliert dann komplett den Überblick. Gell? Und ich kann natürlich, wenn ich dann sage, okay, jetzt möchte ich nur mal schauen, was lösche, drücke hier einfach den Filter und kann sagen, okay, die 3. Und ich kann das natürlich auch, wenn ich jetzt auf die 6 klicke, ist wieder rückgängig gemacht und die sind wieder weg. Man muss nur aufpassen, diese Filter hier oben, dass die nicht einmal versehentlich eingeschaltet sind. Man sieht die leider sehr schlecht. Ihr seht eh, jetzt springt keine. Ich kann zum Beispiel auch nach Metadaten filtern. Das heißt, wenn ich hier auf Metadaten klicke, dann zeigt er mir, wann hast du das Foto gemacht mit einer unbekannten Kamera. Oder dann sagt er mir da, aha, das hast du jetzt mit einer Olympus gemacht. Das heißt, anhand der Metadaten kann ich ganz viele Dinge abschätzen und kann halt einfach auch nachschauen, viele Sachen. Und diese Metadaten sind quasi immer schon, die werden von der Kamera an den Lightroom übergeben, die muss ich nicht per Hand hineinschreiben, gell? Okay. Das ist manchmal sehr, sehr hilfreich, wenn ich sozusagen
wenn ich dann meine Fotos eben aussortieren möchte und irgendwas Spezielles suche. Ich habe jetzt die Möglichkeit, Stichwörter zu vergeben. Ich kann jetzt einmal zum Beispiel alle Fotos, ich gehe hier einfach mal, schreibe das Stichwort Porträt rein. Und auch diese Stichwörter kann ich natürlich auch suchen. Und der Rudi hat mich zuerst gefragt, wie das mit der Gesichtserkennung geht. Lightroom hat jetzt in der neuesten Version auch die Möglichkeit, Gesichter zu erkennen. Und zwar, das ist dieses Symbol hier unten. Ich gehe einmal auf Personen im gesamten Katalog und jetzt schaut er dir einmal durch und dann könnt ihr da zum Beispiel mal reinschreiben, okay, das ist die Hanna. Da brauche ich dann zum Beispiel nur, ich kann einfach dann die Hanna da oben draufziehen, das kennen sie dann, also das kennt er sofort. Dann sagen wir, das wäre der Hans. Das heißt, und immer wenn dann ein neues Hans-Bild kommt, ordnet er das weiter zu. Das ist eine tolle Geschichte. So habe ich dann quasi meine Bilder verschlagwortet und kann jetzt natürlich ganz, ganz leicht Fotos zur Person finden. Also gerade beim Familienarchiv oder so ist das sehr, sehr praktisch. Und ich kann natürlich auch noch diesen Namen suchen. Wenn ich jetzt zum Beispiel wieder auf die Übersicht gehe und ich weiß, aha, es gibt dann Fritz, dann gehe ich einfach auf Text, gebe dann hier ein Fritz und habe im Windeseil dann sozusagen meine Person gefunden. Also ich arbeite sehr, sehr viel mit Schlagwörtern. Ich vergebe wenig Schlagwörter, also ich mache jetzt nicht wahnsinnig viel. Ich versuche das nicht kompliziert zu machen, weil sonst macht man es nicht. Aber gerade wenn ich jetzt so mein Archiv aufbaue, habe ich einfach mit diesen Dingen natürlich ganz, ganz tolle Möglichkeiten, die Fotos auch wirklich rasch wiederzufinden. Jetzt bei 14 Fotos ist das kein großes Problem, aber wenn ich vielleicht einmal mehrere tausend habe, dann macht es natürlich totalen Sinn. Darf ich da gleich was nachfragen? Ja, bitte. Also ich habe in meinem Wahnsinn mit der neuen Kamera ja irgendwie quasi ein paar wenige Motive, die aber hunderte Male in Varianten fotografiert. Ist gleich Meer und Himmel, Himmel und Meer. Das ist halt einmal rosa, einmal hellgrün, einmal hellblau, einmal weiß, einmal grau. Wie beschrifte ich das am gescheitesten? Weil abgesehen davon, dass ich natürlich jetzt mal runter reduzieren muss, noch, sie sind so ähnlich, nur einfach das Wetter war halt immer ein bisschen anders. Gell? Also das ist der erste wichtige Punkt, wäre zu reduzieren. Ja. Und dann, das werde ich dann in weiterer Folge zeigen, würde ich mir einfach eine Sammlung machen und die in der Sammlung ziehen. Aber was du machen könntest, du könntest dann mal 1, 3 und 5 Sterne vergeben. Ja, Und das würde ich auch schon und machen. dir mal alle weggeben, wo du sicher weißt, dass du die nicht brauchst. Gut, die habe ich schon gelöscht, ja. Okay. Also, weil es macht keinen Sinn, wenn du von einem Sujet 20 Bilder aufhebst. Ja, und ich habe Hunderte von einem und demselben Sujet, ja. Ja, weil, also löschen ist eigentlich so das Geheimnis eines guten Archives. Also Bilder zu löschen ist das Um und Auf, weil einfach, wenn ich viel lösche, das ist sozusagen der Clou eines jeden guten Archivs. Ja, es wird mir sicher diese Funktion Übersicht helfen, weil ich Genau. muss sie einfach nebeneinander sehen, weil bei so vielen Fotos kann ich das in meinem Kopf nicht abspeichern. Ich kann zwar Genau. relativ gut Bilder abspeichern, aber wenn das Motiv so ähnlich ist, könnte man Wenn keine jemand aus der einen großen Monitor, der zweite Monitor, oder? Ahnung. Schau, ich habe jetzt nochmal zwei Zeilen markiert. Geh mal hier auf die Übersicht. Das heißt, da kannst du schon mal ganz einen guten Eindruck bekommen. Ja, das ist so. Und wenn die Fotos auf klein funktionieren, funktionieren sie auch auf groß. Ja. Jetzt von der Gestaltung her, gell? Und du kannst hier zum Beispiel sagen, okay, das bekommt 3 Sterne, das bekommt einen Stern und das wird abgelehnt. Das heißt, du kannst auch hier in der Übersicht Ja. dann klassifizieren und da bist du dann relativ schnell. Also schon beim ersten Mal anschauen. Ja, und Das ist das. wenn du dann nächste Woche zum Kurs zu mir kommst, dann nimm deinen Laptop mit, Ja. weil dann werde ich das ja zeigen jetzt auch im Rahmen des Webinars, aber das ist für einen Anfänger
sage ich mal, kaum zu packen. Aber da gibt es auch eine Funktion, die ist quasi grenzgenial, gell? Und zwar, hier unten vergeben wir die ganzen Attribute. Da zum Beispiel kann ich sagen, okay, das bekommt die Farbe Rot. Das wird abgelehnt. Also, das heißt, alles, was sozusagen sich hier unten abspielt, ist das Sterne vergeben, die schwarze Flagge vergeben, Farbe vergeben. Das heißt, das wird alles unten gemacht. Und dieser Teil hier oben ist der sogenannte Bibliotheksfilter. Ja. Und bei den Attributen gibt es einmal die Flaggen. Also eine weiße Flagge, die weiße Flagge, die verwende ich gar nicht. Das ist für mich ein Stern. Ja. Dann gibt es eben weder, also das heißt kein Attribut, weder weiß noch schwarze Flagge. Dann gibt es nur die, die schwarze Flagge haben, da gibt es im Moment keine. Dann gibt es hier die Sterne. Und dann gibt es hier dann noch die Farben. Und Farben sind aber eher so für temporär. Also wenn ich zum Beispiel jetzt meine Bilder bearbeite und sage, okay, hier höre ich auf, dann würde ich hier zum Beispiel, diese violette Farbe ist die Arbeitsunterbrechung. Oder ich habe jetzt einmal auf die schnelle 10 Bilder rausgesucht für die Webseite, dann mache ich die einmal rot. Aber das ist quasi nur so eine Zwischenlösung. Also Farben, da kann man sich ein bisschen sein eigenes Schema aufbauen, aber die verwendet man quasi zusätzlich. Und ich zeige euch mal was. Ich sage jetzt einmal, ich möchte alle Bilder sehen, die weder eine weiße noch eine schwarze Flagge haben. Was passiert jetzt? Jetzt werden im Prinzip alle Fotos angezeigt. Jetzt gebe ich dem Bild einmal die schwarze Flagge. Jetzt wird es quasi automatisch ausgeblendet. Und wenn ich das jetzt kombiniere mit der Übersicht, dann habe ich jetzt hier quasi die Bilder. Okay, das gefällt mir nicht. Drücke einfach die X-Taste und dann wird das automatisch ausgeblendet. Das ist gerade für so Geschichten, wo ich viele Bilder habe, ist das einfach die grenzgeniale Funktion, weil ich einfach da irrsinnig schnell reduziert habe. Weißt du, und wenn du dann jetzt hier zum Beispiel den Filter wieder ausschaltest, dann siehst du auch die schwarzen. Und dann könntest du sagen, okay, und jetzt schaue ich mal die schwarzen nochmal durch, weil ich halt das nicht übers Herz bringe. Das heißt, da könnte ich dann auch noch ganz genau mir das einrichten, damit das passt. Das heißt, das ist so die Arbeitsweise und da kann ich halt auf einem Schwung wirklich viele Fotos anschauen, die ähnlich sind und die dann aussortieren. Und wenn ich sage, okay, ich möchte das doch nicht löschen, dann, und wichtig ist, ihr seht es hier, keine bedeutet, alles ist ausgeschaltet. Attribut, jetzt ist keine Funktion. Das heißt, jetzt hätte ich keinen Markierungsstatus, plus größer gleich 3 Sterne. Ich kann aber die Filter auch so korrigieren, dass er mir nichts anzeigt. Also wenn jetzt kein Foto da ist, das eine schwarze Flagge hat, zeigt er mir natürlich auch nichts an. Und einfach wichtig, wenn hier mal Lightroom nicht so funktioniert, wie er funktionieren soll, einfach hier mal kurz auf keine gehen, und dann sind wieder alle Bilder sichtbar. Also das ist eigentlich, sage ich so einmal, das Um und Auf, diese Vergleichsansicht, die Übersicht, wie gesagt, Übersicht sind mehrere Bilder, also mehr wie 2, das können so viel der Monitor passen und das werden dann sozusagen einzelne Bilder, die man dann noch entsprechend auswählen kann. Und das nächste, was das einfach das richtig, richtig Geniale an Lightroom ist, sind sogenannte Sammlungen. Sammlungen sind virtuelle Alben. Ich kenne es vielleicht von bei den Apple, es hat so Galerien gegeben, wo halt einfach aufgrund von irgendwelchen Parametern Bilder gruppiert wurden. Und eine Sammlung ist nichts anderes wie ein virtueller Ordner, eine Teilmenge. Eine Sammlung gibt es nicht sozusagen auf der Festplatte, die gibt es nur im Lightroom-Katalog. Jetzt kommen wir noch einmal zurück zu den Sammlungen. Okay, das kannst du einfach schon dann da so kleine Teilchen. Du bist jetzt mit dem Maus? Genau, da, ja, genau. Den musst du einfach suchen. Also ich habe noch eine Frage. Ja. Und zwar, bei mir sind die Bilder zwar nummeriert, ja, von 1 bis 14, aber ja, ich sehe diese kleinen Sterne nicht zum Beispiel oder auch nicht den Dateinamen. Und zwar,
mit der J wie Julius-Taste kannst du aus- und einblenden. Abzieh, danke. Und zwar, das ist wichtig, in der Rasteransicht ist es die Julius-Taste und in der Lupenansicht ist es die IDA-Taste. Gell? Also das sind zwei verschiedene Tasten, das ist ein bisschen gemein. Juhu. Bitte? Juhu. Ja, das ist genau. Da bleibt man ein bisschen aufmerksam, oder wie? Genau, da bleibt man aufmerksam. Und, IDA, okay. Das merke ich mir für immer jetzt. Ja, und diese so Sammlungen sind eigentlich der Schlüssel, um jetzt sozusagen seine Bilder erfolgreich zu sortieren. Also Sammlungen belasten das System nicht, das sind rein virtuell, also das heißt, die sind einfach im Katalog abgelegt. Und wenn ich jetzt einmal einfach hier eine Sammlung erstelle, ich gehe jetzt da einmal auf das Plus bei der Sammlung und sage Sammlung erstellen. Jetzt gebe ich einfach da meinen Namen ein, ich nenne die jetzt einfach einmal Raucher. Ist zwar jetzt politisch überhaupt nicht mehr korrekt, aber das ist jetzt egal. So. Genau, das habe ich auch gedacht. Ja, der ist noch drinnen, der hat sich hartnäckig gehalten. Ein schlechtes Beispiel, kann man ja sagen. Gut, jetzt kann ich sagen, ausgewähltes Foto einschließen, das möchte ich jetzt in dem Fall nicht. Und ich möchte es als Zielsammlung festlegen. Jetzt zeige ich gleich, was da passiert. Die Sammlung ist jetzt einmal prinzipiell leer. Jetzt muss ich mal schauen, ob das mit dem Bildschirm vergrößern geht. So, jetzt schauen wir mal. Okay, das geht sogar. Seht ihr meinen vergrößerten Bildschirm jetzt? Ja. Ja. Und jetzt hat es da so ein Plus, gell? Ja. Und dieses Plus bedeutet die Zielsammlung. Und jetzt kann ich quasi mit der weichen B-Taste, kann ich einfach jetzt hier mal draufklicken. Und dann wandert der Herr automatisch in die Sammlung. Und jetzt hätte ich hier meine vier, das wäre jetzt die Sammlung quasi von meinem Raucher. Okay. Und ich glaube, Janita, du bereitest dir gerade eine Ausstellung vor, oder? Ja, genau. Und du solltest da einfach einmal eine Gliederung machen für deine Ausstellung. Also thematisch oder wie auch immer das für dich passt. Ja, klar. Motivmäßig, ja. Genau, und dann ziehst du mal eine Teilmenge in die Sammlungen. Ja, aber im Endeffekt, das funktioniert alles mit der Maus, gell? Weil mit meinem Touchscreen wird das... Nein, also schau, das kannst du jetzt natürlich auch, du kannst hier auf diesen kleinen Knubbel drücken. Ja, okay. Das bedeutet raus und rein, aber also in Wahrheit wirst du eine Maus brauchen, das hilft leider nichts, gell? Und du siehst eh, und wenn du dann hier sozusagen mehrere Sammlungen hast, dann kannst du das wunderbar gliedern und hast dann relativ schnell einen Überblick. Also früher war es ja immer so, man hat dann einen Ordner angelegt, einen Best-of-Ordner und einen Best-of-Best-of. Prinzipiell sollte man im Lightroom eben anders arbeiten, dass man die Suchebene mit Sammlungen macht, weil dann hat man nämlich sozusagen die, man hat dann die Suche losgelöst von dem Dateisystem. Das hat natürlich viele, viele Vorteile. Und eine Sammlung kann zum Beispiel sein, der Skiurlaub, es kann eine Reise sein, also alles, was thematisch irgendwie zusammenpasst. Und um dann auch eine Hierarchie reinzubekommen, gibt es einen sogenannten Sammlungssatz. Und der Sammlungssatz ist nichts anderes wie ein Container. Und dieser Container wird dann mit Sammlungen befüllt. Schaut mal, jetzt hier einfach hier den Ordner Porträts da rein. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade ein Diashow in Madeira gemacht. Da gibt es einen Ordner, der heißt Diashow Madeira. Da sind ganz, ganz viele Unterordner drinnen. Und in diesen Unterordnern sind dann die entsprechenden Bilder einfach thematisch abgelegt. Ich war jetzt 25 Mal in Madeira in den letzten 10 Jahren und habe da natürlich Unmengen an Fotos, habe das aber quasi so dann bewältigen können und habe dann einfach hier auch Sterne vergeben in den Ordnern. Und alles, was größer 3 Sterne ist, ist für die Diashow geeignet. Das heißt, ich gehe dann einfach hier in die Sammlung und sage dann, okay, größer 3 Sterne und sehe sofort die entsprechenden Bilder. Das heißt, auf diese Art und Weise kann ich mir dann natürlich helfen. Und ich habe mir dann also in dem Fall, weil es waren natürlich viel, viel mehr Bilder, weil es waren auf 200, 300 pro Sammlung dann, habe dann auch gesagt, okay,
alle, die in die Diashow kommen, kriegen eine gelbe Farbe. Dann habe ich einfach nur zum Schluss immer gesagt, okay, ich filtere mir alles, was gelb ist. Da haben wir dann die Fotos sozusagen geholt. Und auf diese Art und Weise kann ich dann natürlich super, super Teilmengen bilden. Und ein Foto kann in vielen Sammlungen sein, also das ist auch egal. Also das ist sozusagen dieses Prinzip der Sammlungen, das ich sehr ans Herzen legen kann. Weil Rudi, du arbeitest ja schon länger mit Lightroom, oder? Ja, zwar. Verwendest du Sammlungen? Noch nicht, nein, aber jetzt müssen wir machen. Weil ich weiß ja, du bist ja sehr, weil du bist ja sehr aktiv in einem Verein, oder? Wo du immer die Fotos machst und dann die Fotos rausgibst. Ja, da gehen wir selber mit Tare. Genau. Weil schau mal, ja, dann wäre zum Beispiel jeder Event wäre für mich eine Sammlung. Ja. Und dann könntest du dann noch einen Jahresordner machen und dann ziehst du dann nochmal die Fotos rein, die sozusagen die wichtigsten fürs ganze Jahr. Und wenn du jetzt für die Jungschwaner was machst, machst du dir auch noch eine eigene Sammlung. Und das Schöne ist, du hast es ja jederzeit verfügbar. Das heißt, wenn die ein Jahr später kommen und sagen, geh, du weißt eh, ich brauche halt nochmal schnell ein paar Fotos von der Firmung oder von diesem oder jenen. Also das ist so der große Vorteil an der Sammlung. Ja, weißt, ich mache das momentan so umständlich noch. Ich speichere mal zuerst die Fotos an meinen Festplatten ab, von der Kamera runter oder so, das Beste gesucht. Und nachher schaue ich es durch und dann, ich weiß gar nicht, brauche ich die Läsche gleich raus. Ja, das ist eh gescheit. Und nachher spüre ich es erst in Lightroom rein erst. Du, das kannst du natürlich auch machen, ob man nicht vorher oder nachher löscht, ist Geschmackssache, gell? Ja. Aber die Verteilung würde ich dann komplett über Sammlungen machen, gell? Ja. Und du kannst ja zum Beispiel auch bei den Sammlungen, kannst du einen Sammlungssatz beliebig erstellen, weil bei mir ist zum Beispiel Madeira ist ein Sammlungssatz, Ja. dann Marokko ist ein Sammlungssatz, dann meine Fotowochenenden ist ein Sammlungssatz. Ja. Also alles, was thematisch irgendwie zusammenpasst, ist ein Sammlungssatz. Okay. Also Sammlungssatz ist quasi die oberste Ebene der Hierarchie und die Sammlung ist dann quasi der Teil, der halt dann sozusagen das Ganze mit Leben erfüllt Ja. und der ist auch jederzeit sozusagen abrufbar, belastet das System nicht und die Sammlung sieht man nicht auf der Festplatte, gell? Ja. Ja, ich speichere noch die Bearbeitung, steige noch an den gleichen Ort ab, nur unter den Ordner bearbeitet noch. So das passt eh, Rudi, das passt eh gut. Jörg, wie machst du das mit Sammlungen? Noch gar nicht. Okay, aber ich nehme an. Ich hab jetzt eine Frage zu diesen Sammlungen. Ich hab jetzt auch so eine Sammlung Rauch angelegt, aber irgendwas habe ich vergessen. Ich habe kein Plus daneben. Okay, und so, dann gehst du mit der rechten Maustaste da draus und sagst als Zielsammlung. Okay. Es kann quasi nur eine Zielsammlung geben. Jetzt, ich mache jetzt einmal nur eine zweite Sammlung und die nenne ich einfach jetzt Frauenporträts. So, die Zielsammlung lasse ich weg. Im Sammlungssatz Porträts haben wir gesagt 0. Und jetzt kann ich die natürlich auch bei Drag and Drop einfach reinziehen. Also das geht natürlich genauso. Ah, okay. Und die Zielsammlung quasi kann ich mit der Baby-Bertha-Taste, weil sie jetzt sehe, Zielsammlung, jetzt ist sie quasi falsch. Das heißt, ich kann sie dann auch händisch rüberziehen. Okay. Also das ist sozusagen jetzt der große Vorteil an der Geschichte. Und jetzt werde ich mal noch einen zweiten Ordner importieren, da sind hauptsächlich Türkei-Bilder drinnen, damit sie nur noch seht. Ist im Prinzip genau dasselbe wie vorher, dieselbe Vorgehensweise. Der Ordner ist Speicherkarte. Ich könnte da jetzt gleich mal reinschreiben, Türkei und Istanbul bei den Stichwörtern. Und wenn ich jetzt zum Beispiel draufkomme, ich möchte die Fotos aus irgendeinem Grund umbenennen. Schaut sie, die heißen jetzt alle DCIM01. Dann geht es natürlich ganz leicht. Mit Steuerung A mal alle Bilder markieren. Und dann gehe ich auf Foto umbenennen. Oder F2 ist der Kurzbefehl. Jetzt müsst ihr bitte schauen. Und zwar, es kommt dann dieses Flyout-Menü. Ich gehe hier mal auf Bearbeiten. Jetzt habe ich dann hier quasi die Auswahlmöglichkeiten. Ich werde hier das einmal löschen. Und bei mir haben die Fotos vorne immer das Datum. Und zwar Jahr, Monat, Tag, Tag. Dann da könnt ihr zum Beispiel jetzt reinschreiben, Wiener Fotoschule. Da könnt ihr dann reinschreiben, was immer ihr wollt.
Und hinten kommt dann noch eine Bildnummer, vierstellig, je nachdem, wie viel ihr fotografiert. Und das könnt ihr jetzt natürlich auch gleich einmal nochmal als Preset speichern. WFS, Wiener Fotoschule, einfach geht auf Erstellen. Und jetzt würde man die Fotos einfach umbenennen. Das heißt, wenn es einmal den Wunsch gibt, die Fotos aus irgendeinem Grund umzubenennen, kann man das im Nachhinein auch jederzeit machen. Oder auch beim Importen. Gerne, beim Import geht es genauso. Ja, und wenn ich mir dieses Metadaten-Preset einmal erstellt habe, kann ich es ja jederzeit anwenden. Mhm. Wie gesagt, einfach über Bibliothek F2. Und was ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, man muss einfach da reingehen auf Verarbeiten. Dann schaut man mal, aha, was gibt es da alles zum Sehen. Und der Schmäh ist, man löscht es einfach da alles raus. Dann schaut man, okay, das Datum hätte ich gern. Da kann man da natürlich verschiedene Dinge auswählen. Dann kann ich da mein Initialen eingeben, was auch immer. Und dann hinten noch vierstellig reicht normal, weil bei 10.000 Fotos am Tag machen eh die wenigsten. Ja, ja es gibt schon den einen oder anderen. Und dann habe ich das Ganze quasi als Preset gespeichert, kann das jederzeit wieder anwenden. Okay. Und im Lightroom natürlich kann ich die Fotos umbenennen, kann ich damit machen, was immer ich möchte. Das geht natürlich extern nicht. Also wenn ich jetzt extern arbeite, dann muss ich aufpassen. Also da funktioniert das nicht. Also wenn ich das extern umbenenne, dann natürlich sind die Fotos weg. Wer kennt dieses Problem da mit dem mit der fehlenden, wenn da ein Fragezeichen vorne ist beim Ordner? Nein, kann ich nicht, ne? Okay, dann sei froh. Ich mache jetzt einmal meinen Lightroom-Katalog zu und zeige euch einmal, was man auf keinen Fall machen sollte. Weil ich verschiebe jetzt einfach einmal da den Ordner, gell? Okay. Im Finder oder im Explorer. Aber das passiert permanent, darum zeige ich das eigentlich immer ganz gern. Okay. Also das außerhalb, heißt, außerhalb von Lightroom im Filesystem herum manipulieren, oder? Genau, das ist nicht gescheit. Ja. Also jetzt kommt dann die volle Panik, aber ich kann natürlich dann sagen, okay, fehlenden Ordner suchen, da muss ich dann wieder mühselig suchen und dann ist er eh wieder da. Also Sinn macht es natürlich keinen, gell? Also wenn mir das einmal passiert, kann ich das schon reparieren und ich kann aber auch im Prinzip dann da wieder den Ordner verschieben. Das heißt, ich kann ja den Lightroom, ich kann da im Lightroom auch die Ordner verschieben, also wenn ich das aus irgendeinem Grund möchte. Okay. Frage noch, zum Umbenennen von den Fotos. Ja. Die werden nur im Lightroom-Katalog. Nein, die werden auf Dateiebene umbenannt. Unbedingt auf Dateiebene, weil sonst ist es eine Katastrophe. Wenn du dann im Explorer gehst, hat es genau den Namen. Ne? Schau, jetzt geht es einmal da einfach mit der rechten Maustaste. Im Explorer anzeigen, sondern wenn es nicht den Namen haben würde, dann kannst du die Kugel geben. Okay, ja, passt schon, okay. Ja. Nein, weil das ist, also umbenennen und alles, was, schau, wenn du den Ordner da jetzt zum Beispiel umbenennst, dann wird der auch auf der Festplatte umbenannt, gell? Okay, ja. Weil manchmal will man das ja aus irgendeinem Grund. Ja, okay. Also, und das ist auch durchaus. Das ist ja durchaus erlaubt und das kann man natürlich auch ohne Probleme machen. Und ich kann natürlich dann, wenn ich zum Beispiel, jetzt gebe ich dann mal nochmal geschwind, da schreibe ich einfach schnell Möwe dazu. Und einfach immer mit Enter einfach abschließen. Und wenn ich dann hier auf die Suche gehe, auf den Text, dann gebe ich da einfach Möwe ein. Das reichen im Prinzip die ersten zwei Buchstaben und der hat das einfach in Windeseile, gell? Mhm. Und ich kann natürlich auch zum Beispiel, wenn ich da jetzt sage, okay, das ist jetzt zum Beispiel die blaue Moschee, kann ich einfach zwei Fotos markieren, gehe da unten rein, schreibe rein, blaue Moschee. Und er hat die alle drinnen. Und er merkt sich da auch die letzten Dinge, die ich eingegeben habe. Gell? Also, ihr seht, da hat er die Möbel hat er drinnen. Das heißt, ich kann dann auch, wenn ich da jetzt draufklicke, und den Begriff eingibt, geht es genauso. Also da sitzt ja der blaue Moschee. Also das heißt, die letzten Stichwörter merkt es immer. Und wenn es das Stichwort schon gibt, dann schreibt es auch dazu. Jetzt zeigt er mal,
alle Dateien an. Wenn ich jetzt nur im Porträt bin, zeigt er mir die 14 an. Und das sind die Istanbul-Bilder, die er mir da jetzt sozusagen separat noch anzeigt. Ich sehe oben dann auch, ob das JPEG oder RAW-Dateien sind. Das kann ich mir auch da anzeigen lassen. Das heißt, das habe ich hier auch alles im Blick. Und das ist natürlich eine super Sache. Wenn ich jetzt viele Porträts mache und ich habe zum Beispiel jetzt diese vier Bilder, dann kann ich einfach sagen, okay, mit der rechten Maustaste stapeln. Dann habe ich einen Stapel und ich weiß dann, aha, da sind vier Fotos drunter. Also wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwo eine Porträtserie mache und das sind ähnliche Bilder, dann stapel ich die immer, weil dann bin ich beim Scrollen viel schneller und kann viel schneller durchscrollen. Kommen alle in Ordner Porträts rein? Bitte? Kommen alle in Ordner Porträts selber rein? Nein, nein, das hat mit dem nichts zu tun, aber die werden nur hinter dem einen Bild gestapelt und du könntest das auch noch einziehen, gell? Ja, okay. Macht natürlich keinen Sinn, weil du dann die Frau nicht mehr findest. Okay. Aber nur so, einfach so Workflow-Geschichten, die halt natürlich irrsinnig gut funktionieren. Also wäre das zum Beispiel, wenn ich was fragen darf, ich habe irgendwann einmal angefangen, dann Möwen zu fotografieren, ja? Weil ich so begeistert war, dass mit dieser Kamera, die einfach so schön scharf geworden sind, ja, und erwischbar waren. Gell? Wäre das dann sinnvoll, zum Beispiel entweder einerseits eine Sammlung zu machen, darunter sind dann alle Möwen mit genau Wertung. Und wofür wäre dann das Stapeln zusätzlich? Nein, die Stapeln macht nur Sinn, wenn du 10 ähnliche Fotos hintereinander hast. Alles klar. Und du die nicht löschen möchtest. Verstehe. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich bin in Barcelona und ich fotografiere einen Straßenmusikanten und das sind 7 Bilder, aber das macht nur Sinn, wenn die hintereinander folgend sind. Gut, das war in meinem Fall, weil ich nicht gewusst habe, wie man das bei der Kamera ausschaltet. Die hat immer 3 Fotos gemacht hintereinander. Okay. Was natürlich beim Meer kaum einen Unterschied gemacht hat, aber bei den Möwen einen fantastischen Unterschied, weil ich damit im Flug ja klarerweise ein Stückchen weiter jedes Mal im Flügelschlag wage. Genau, aber schau zum Beispiel, da könntest du dann, wenn du jetzt sagst, es erleichtert dir das Durchscrollen, dann kannst du es einfach unterteilen. Ja. Und wenn nicht, dann nicht. Und wenn du das aber zum Beispiel auch für die Ausstellung nutzt, dann magst du einfach deine Sterne, gell? Ja. Weil mit den Sternen bist du einfach dann blitzartig schnell auch in der Sammlung, weil mit der Sammlung kannst du einmal die grobe Gliederung machen, thematisch. Ja. Und dann kannst du eben die Möbel einfach noch. Und wenn du zum Beispiel auch, du kannst alle Möbel Bilder fotografieren und dann schreibst du einfach Möwe dazu und vergibst nur deine Sterne, dann hast du 5 Sterne plus Möwe und hast im Prinzip alle Fotos in Windeseile. Ja, na, das ist großartig, weil ich wirklich nicht mehr gewusst habe, soll ich jetzt schreiben, Möwe fliegt von links nach rechts, von rechts nach links und man sieht das Meer auch oder nur den Himmel oder von unten etc. Ich meine, das ist ja echt öd. Gell? Jetzt einfach und du schreibst aber nur das rein, nachdem du dann auch suchst. Gell? Also es macht, also das ist also der Sinn der Verschlagwortung, ja. weil wenn ich da jetzt zum Beispiel die Hagia Sophia, natürlich würde ich als Hagia Sophia beschreiben. Wenn ich weiß, ich suche nach diesem komischen türkisch Viagra, kann ich das auch einschreiben, gell? Mhm. Aber also das ist, wie gesagt, dann einfach Geschmackssache. Aber ich habe zum Beispiel irrsinnig viele Blaue Stunde Fotos von Wien und ich kann Blaue Stunde eingeben und Blaue Stunde Wien und habe alle Bilder, die ich in Wien gemacht habe oder in Porto oder in Lissabon. Das heißt, das ist irrsinnig toll, wenn ich einfach ein umfangreicheres Archiv habe und ich weiß genau, es gibt da ein Bild und dann einfach überlegen, nach was suche ich und diese Schlagwörter werden dann einfach vergeben. Er legt dann automatisch auch diese Stichwortliste an, also anhand der Stichwortliste seht ihr dann auch, was da sozusagen jetzt passiert ist. Wenn ich da rechts auf das Pfeilchen klicke, dann habe ich gleich eine Abfrage. Die müsst nur aufpassen, wenn ihr da vorne das Häkchen wegnimmt, dann sind die Stichwörter wieder entfernt. Gell? Also das heißt, da muss ich auch vorsichtig sein, dass ich da nicht irgendwie, also Abfrage nur auf der Seite. Und ich kann aber natürlich auch, schaut, ich kann die Stichwörter auch da oben natürlich auswählen. Also es gibt im Lightroom viele Möglichkeiten, wo ich gewisse Dinge dann einfach abfragen kann. Also wie gesagt, das ist wirklich eine Sache, wo ich an alle Ecken und Enden schrauben kann. Also das ist, finde ich, irrsinnig toll. Und dann ist letztendlich auch Geschmackssache, wo man dann sozusagen sucht. Und es gibt da auch schon vordefinierte Filter. Da sagt er zum Beispiel nach der Belichtungsinformation, welche sind markiert? Wir haben jetzt keine markiert. Aktuelle Einstellung als neues Preset.
dann hätte ich hier zum Beispiel 3 Sterne. Das heißt, dann brauche ich nur den Filter einschalten, kann immer ja alle Fotos mit 3 Sterne aktivieren. Das kann ich entweder hier unten machen, also da kann ich den Filter auch ein- und ausschalten, das ist dasselbe wie oben. Oder ich bleibe immer dann oben bei den Attributen, den schalte ich mal aus und sage, okay, ich möchte da mal gerne 3 Sterne, dann habe ich immer sofort alle Fotos, die 3 Sterne haben. Okay, jetzt habe ich da die Metadaten noch mitmarkiert gehabt. So, jetzt gehe ich dann nochmal auf die 3 Sterne. Dann kann ich halt einfach sagen, okay, Sterne aktualisieren und schalte es nochmal aus und schalte da den Filter einfach noch einmal ein. Das heißt, das ist eigentlich nur so ein Preset, damit ich mir einfach leichter tue, damit ich da leichter draus komme. Also das ist auch im Laufe der Zeit, was sich dann einfach so ergibt als Workflow, der ändert sich manchmal auch ein bisschen. Aber das ist sozusagen, also die Kombination von Sternen, Stichwörtern und Sammlungen, das ist sozusagen das Um und Auf von der ganzen Geschichte. Die dritte Möglichkeit bei den Sammlungen sind die sogenannten Smart-Sammlungen. Die Smart-Sammlung, ich werde mal eine anlegen, das ist eine, sag jetzt mal Türkei und 5 Sterne, das ist eine Sammlung, die sozusagen, Bewertung ist gleich 5 Sterne plus Stichwörter enthalten Türkei. Okay. Und jetzt macht er quasi automatisch eine Datenbankabfrage. Es gibt anscheinend keine Türkei mit 5 Sterne. Schauen wir mal. Machen wir schnell eins. Machen wir schnell eins, das ist ja kein Problem. Das ist jetzt eh. Jetzt habe ich die Bilder schon da. Und das ist natürlich für viele Dinge ganz, ganz praktisch, weil es dynamisch ist. Ich sage, okay, aber das Foto kriegt nur 4 Sterne, ist automatisch wieder ausgeblendet. Und wenn ich da jetzt zum Beispiel das Türkei lösche, ist auch weg. Das heißt, und ich kann natürlich so eine Smart-Sammlung, kann ich auch nicht händisch befüllen, weil die hat eben, und man erkennt es vorne hier an diesem Zahnrad. Das ist sozusagen das Zeichen für die Smart-Sammlung. Weil die normale Sammlung sozusagen, das ist nur dieses Kästchen, ja. Und der Sammlungssatz ist quasi die obere Hierarchie. Also jetzt sehe ich, kann diese Porträts sozusagen zusammenklappen, das war der Sammlungssatz Porträt und Türkei liegt auf der obersten Ebene und ist sozusagen eine Smart-Sammlung. Also hier das Zeichen für Smart-Sammlung und das sind normale Sammlungen. Und der Sammlungssatz hat eigentlich überhaupt keine Funktionalität. Das muss man sich vorstellen wie ein Postkasten. Und in diesen Postkasten schmeißt man einfach Dinge rein, in dem Sammlungen oder Smart-Sammlungen. Aber meiner Erfahrung nach ist es einmal gut bewährt, einmal zu beginnen mit Sammlungssätzen. Das könnte jetzt die Familie sein oder wenn er Bergsteiger, dann macht er dann Sammlungssatz, der heißt Bergtouren 2023 und hat dann seine Sammlungen mit den einzelnen Touren drinnen. Ist das prinzipiell mit den Sammlungen klar? Ja. Diesen Sammlungssatz kann ich den auch in irgendeiner Form benennen. Ja, klar, schau. Der Sammlungssatz, der hast du als Porträts. Okay. Jetzt einfach auf Umbenennen und dann machst du ja. Einfach. Also du kannst alles umbenennen, benennen. Dann verstehe ich das. Okay. Ja. Dann wäre quasi Bergtouren. Wäre dann mein Sammlungssatz, das ist quasi so wie ein Ordner. Genau. Dann habe ich die einzelnen Berge, wenn ich es jetzt nach dem sortieren will, es unterordnen. Genau. Mehr oder weniger die Sammlungen. Ne? Genau, okay. Weil weißt du, wenn du jetzt einmal, du machst jetzt 30 Bergtouren im Jahr und gehst 10 Mal auf die hohe Wand, dann hast du ein Problem, wie sortierst du die Bilder? Weißt du, wenn du immer nur einmal irgendwo hingehst, ist ja alles kein Problem. Aber nur wenn es dann einmal ein bisschen komplexer wird und das ist sozusagen der große Mehrwert an die Sammlungen. Darf ich nochmals nachfragen? Sammlungs- ja, gerne. Quasi der Überbegriff. Genau, Sammlungssatz ist einfach ein Ordner, wo Sammlungen drinnen sein können oder Smart-Sammlungen. Das ist einfach eine Hierarchieebene. Ja, okay, genau, das ist der Überbegriff. Ja. Und Smart-Sammlung heißt einfach nur, das sind irgendwelche Best-ofs, die ich halt dann beliebig dafür dann auswähle. Genau, aber die Smart-Sammlung hat einfach eine Datenbankfunktionalität. Alles klar. Die Smart-Sammlung hat dann quasi sozusagen 5 Sterne plus Stichwort. Ja. Aha. Da gibt man logische Suchkriterien ein. Ne? Quasi. Genau, also genau, genau. Mengenlehre ist das. Das ist Mengenlehre, ja, das ist richtig. Okay. Und für die Anita nochmal, was der für dich wäre zum Beispiel, die Ausstellung wäre ein Sammlungssatz. Ja.
Ja. Und wenn du dann, weiß ich nicht, ein anderes großes Projekt hast, dann wäre das sozusagen ein anderer Sammlungssatz. Und du Erneut. könntest auch zum Beispiel in diesem, sag mal, das heißt, ich habe jetzt eine, in 2 Wochen eine Vernissage zum Thema Syrien. Dann hast du zum Beispiel der Sammlungssatz aus Syrien, dann gibt es die Ausstellungsbilder, dann gab es Fotobuchbilder, dann gibt es Pressebilder und dann könnte es auch noch geben, zum Beispiel Eröffnung, Presse, also Eröffnung, Reportage. Das wird alles in diesem Sammlungssatz sein und wo die Fotos dann letztendlich gespeichert werden, das wäre egal. Ja. Also das kann von beliebig vielen Quellen sein. Und zur Dateiablage im Lightroom ist es auch prinzipiell völlig egal, wo die Sachen abgelegt sind. Also ihr könntet jetzt 3 Wechselfestplatten haben, 2 USB-Sticks und 4 Speicherkarten. Dem Lightroom ist prinzipiell wurscht. Ich meine, ich will halt durcheinander kommen. Also man sollte es ja in irgendeiner Art und Weise strukturiert haben. Und ich mache immer Jahresordner und Monatsordner. Aber das ist letztendlich Geschmackssache, gell? Ich Und in meine, den Monatsordnern schmeißt einfach alles rein genau, mit dem was? Pfeilnamen, so wie er ist, mit dem. Nein, ich benenne es dann einfach um. Ja, meine ich ja. Ja, Da, genau. so wie wir es gerade gemacht haben, also bis Genau, genau. 2022 oder Ja. 2023 jetzt 01 und was ich nicht, heute haben wir 10, ja. Genau. Und wenn ich aber zum Beispiel jetzt ein recht großes Kapitel habe, weiß ich nicht, Atomkraftwerk Zwenden, dann mache ich einen Ordner, gell? Okay. Wenn es wirklich viele sind. Aber bei Matera zum Beispiel habe ich nur Jahresordner. Also da habe ich von 2011 bis jetzt habe ich nur Jahresordner. Wenn ich 3 Reisen habe, dann habe ich da 3 Ordner mit jeweils dem Monat. Aber ich mache so wenig als möglich Unterordner. Weil es gibt manche Leute, die brechen es bis auf Tage runter. Völlig unnötig. Das verwirrt nur, gell? Und zum Beispiel Rudi. An deiner Stelle natürlich wieder einen Unterordner mit den entsprechenden Events machen. Weißt du, wenn du jetzt zum Beispiel hast, weiß ich nicht, hast Ostern, dann hast du die Erstkommunion, dann hast du von Leichnam. Also das macht schon Sinn, wenn du so reportagemäßig unterwegs bist. Ja. Ich meine, die Hochzeitsfotografen und dann nicht jede Hochzeit einen eigenen Ordner. Ja, ich Klarerweise. glaube, ja. Würdest du das machen, zum Beispiel, wenn man jetzt so eine Reise macht und man ist jeden Tag in einer anderen Stadt, ich sage jetzt einmal Hausnummer. Ja, das wäre für mich auch ein Ordner. Ein Ordner, sage ich mal, Hausnummer, ich sage jetzt einmal Amerika-Reise und dann Ja. fahre ich da durch die Gegend und das ist ein Ordner. Und da drinnen würdest du das dann nur mehr mit dem Pfeilnamen machen. Genau, und dann würde ich mir Sammlungen machen, so schnell als möglich. Okay. Also ich würde das auf keinen Fall nach Städten machen, Ja. weil du bist mega unflexibel. Stimmt, Also ja. man muss einfach also was das wirklich Allerwichtigste ist, man muss die Suchebene von der Dateiebene trennen. Ja. Wenn man das einmal Ja. kapiert hat, was das für ein Vorteil ist und für einen Nutzen, dann, weißt du, und wenn du jetzt in Amerika bist, dann magst du erstens einmal, du kannst da, also Leitung kann ja auch GPS-Daten verwalten, das kennen leider Ja. im Moment die wenigsten Kameras, weil man schätzt einmal auf Stromspargründen. Und du könntest jetzt einfach sagen, okay, ziehen wir jetzt einmal die einfach da auf Istanbul drauf. Dann kannst du das Okay. im Nachhinein die Metadaten reingeben. Ich meine, je nach Kamera, die halt einfach, wenn du da so einen Geotracker drauf hast, dann hast du es eh gleich drinnen. Und dann könntest du sowieso da gleich einmal abfragen und dann kannst du Ja. da draufklicken und hast die Bilder. Ja, ich kann es ja so verstichworten. Ne? Genau. Ich würde es einfach, ich tue es verstichworten. Also, Ja. ich tue es verstichworten und was dann habe ich eine, einfach alle Funschal mit einem Blick. Und nur vielleicht da ein bisschen was zum Zeigen, wenn man da jetzt, ich lege jetzt da mal ein neues Stichwort an. Und ich mache bei Matera immer einen Tippfehler, so schreibe Matera, so schreibe ich es auch. Das gebe ich da gleich mal Synonyme, gell? Und Okay. jetzt will ich dann zum Beispiel in Matera, ich kann jetzt da quasi innerhalb ein Stichwort-Tag erstellen. Da würde ich jetzt zum Beispiel Funchal, da kann ich nämlich dann sozusagen, wenn ich auf der obersten Ebene bin, habe ich alle. Wenn ich auf der Funchal-Ebene bin, habe ich nur Funchal. Okay. Das ist eine sogenannte Verschachtelung. Und also alles, was es überall gibt, muss auf der obersten Ebene sein. Zum Beispiel Bier ist oberste Ebene. Oder weiß ich nicht, Meer ist immer oberste Ebene, weil das kann es in Matera genauso geben wie in der Türkei. Das heißt, alles, was es überall gibt, ist immer auf der obersten Ebene. Und also ich würde es nicht zu kompliziert machen, aber für Amerika zum Beispiel könntest du einfach Stichwörter vorbereiten und dann schmeißt du einfach die wichtigsten
so eine Art Hierarchie rein und du bist schon voll super unterwegs. Verstehe, ja. Ja, in den USA ist das oberste, da kann man, weiß ich nicht, die Städte oder die Bundesstaaten oder was auch immer. Also dann wäre zum Beispiel, da wäre dann natürlich Staat, Bundesstaat, Städte. Genau, das kann ich dann schachteln an und da kann ich eine dritte Ebene auch noch einziehen. Genau, schau, ich sage da jetzt einmal, und ich mache jetzt da vielleicht noch, aber mehr wie zwei will ich auf keinen Fall machen, weil sonst wird es zu kompliziert. Ja, ja. Da gehen wir zum Beispiel jetzt noch ein Mercado. Ich mache den Namen nur Mercado, dass es nicht so lang wird. Der heißt Mercado dos Lavadores. So, okay. Jetzt machen wir es gleich einmal ein bisschen kompliziert. Ja, so, okay. Und jetzt kann ich sozusagen meine Stichwörter als Textdatei exportieren. Und jetzt am Desktop, du hast einfach Lightroom Stichwörter. Mhm. Also du kannst es zuerst im Word schreiben, du musst es aber nur nachher quasi in Text umwandeln. Jetzt schreibe ich da zum Beispiel eine Kamera de Lobosch. Das ist ein anderer Ort. Und die Ebenen sind durch das Einrücken, durch, quasi genau, durch den Tabulator sind die. Genau, dann haben wir zum Beispiel, Canisso, dann haben wir Canisal und dann haben wir von mir aus Maddalena, Domar und da machen wir noch irgendwas. Was machen wir dann noch? Da machen wir noch. Reicht schon. Okay, dann die speichere ich einfach wieder. Ja, ja, genau. Und das. Das kann ich wieder importieren. Das kann, musst jetzt, okay. Wenn man das da jetzt, oft in dem Editor, weil es einfach leichter geht. Ne? Genau, weil es leichter geht. Und du kannst aber zum Beispiel, also es gibt manche Metadatensätze im Internet schon, aber ich mache zum Beispiel meine Kursteilnehmer, mache ich dann einfach einen Madeira-Metadatensatz, den ich einer auch schicke, wenn wir eine Fotoreise fahren. Vielen Dank. Rudi, wie schaut es bei dir aus? Ja, Frage dazu, wenn ich auf den Wiki gehe, das Foto wird fertig bearbeitet, dann gehe ich immer zum direkten Auslasten zum Exportieren. Okay. Ja. Wie geht das einfacher? Du kannst, es gibt einen Kurzbefehl, aber das, sonst musst du auf die Bibliothek zurück. Und da ist dann der Exportieren-Knopf, gell? Okay. Ich weiß nicht, warum sie den da nicht haben. Schau, da bist du dann auf Exportieren. Ja, genau, so wollte ich, ja. Ja. Ich bin auch schon, der Deutsch steht, der Ordner G, gell, zum Beispiel, gell? Ja. Ordner G, und der hat sich früher immer, ich bin mein, automatisch angepasst, oder war das nicht so? Nein, du, er merkt immer den letzten Ordner. Okay, na, hast du noch enttäuscht, ja, okay. Er merkt immer den letzten Ordner. Okay, na, haben wir das gesagt, ja. Lass ihn immer im Unterordner ablegen. Genau. Das bearbeitet. Genau. Da ist auf der Festplatte oben noch, da hole ich immer auch noch. Ja, das ist eh gescheit. Das ist eh sehr, 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 sehr gescheit. Dann sage ich euch vielleicht noch zum Schluss zwei Sachen. Und zwar, wenn ihr mal die Kamera irgendwie auf falsche Uhrzeit eingestellt habt, dann kann man einfach auch über Metadaten Aufnahmezeit bearbeiten. Kann man dann zum Beispiel sagen, um eine angegebene Stundenzahl oder auf das Datum. Also das kann ich auch im Nachhinein. Wenn ihr aber zum Beispiel jetzt, so wie in Amerika, und das hat mehrere Kameras, bitte die Uhrzeit abgleichen, gell? Mhm. Und wenn jetzt zwei Leute fotografieren mit unterschiedlichen Kameras, dann müsst ihr das nicht einmal, da könnt ihr schon zwei verschiedene Ordner machen, aber das muss man nicht. Man kann oben anhand der Metadaten auch ganz leicht die Daten rausfiltern, gell? Okay. Das ist Geschmackssache, das kann man machen, aber dann würde ich natürlich einen Ordner machen, Amerika, dann Nikon D1 und Nikon D2, ja, dass ich immer alle anschauen kann, dann kann ich auch noch in die einzelnen Ordner rein. Okay, und vielleicht noch was Interessantes, wenn ihr die Fotos weitergebt und ihr wollt dann sozusagen eure Metadaten reinschreiben, dann ist es nämlich auch eine tolle Geschichte, gibt es die sogenannten Metadaten-Presets. Und da kann ich jetzt zum Beispiel, also interessant für uns sind eh die IPTC-Daten. Und zwar oben schreibe ich dann das Copyright rein. Das wäre dann Karl Wiener Fotoschule. Da schreibt man dann rein, urheberrechtlich geschützt. Da kann ich dann zum Beispiel einfragen, Rechte anfragen oder
oder Benutzung frei für Pressearbeit Wiener Fotoschule. Da kannst du einfach reinschreiben, was immer ihr dann möchtet. Dann dort schreibe ich zum Beispiel meine Homepage eine. Und Ersteller ist quasi, wer das Ganze, der Fotograf, da alles ausfüllen. Das hat für die Leute, die viel Fotos weiterschicken, hat das einfach den großen Vorteil, weil mein Gegenüber dann auch sofort weiß, mit wem er das tun, wo muss ich rückfragen. Also wenn ich jetzt rein Fotoamateur bin, ist das weniger wichtig. Aber das kann man sich einmal erstellen und dann auch beim Import hinterlegen. Das heißt, das kann ich dann jederzeit auch, auf alle Bilder anwenden. Ich speichere das jetzt nur geschwind, aber ich möchte es nur so zeigen. So, warte, geht einmal. Kann ich das sicherlich auch nachher noch zuweisen, wann es schon wird. Ja, klar. Dabei, nein, das ist überhaupt kein Problem. Schau, weil geht da jetzt einfach eine und sagt dann da bei Metadaten und nimmt da das passende Preset, alle ausgewählten. Das kann ich natürlich jederzeit machen, gell? Ah, verstehe, passt schon. Okay. Also, das Tolle ist ja am Lightroom, also auch im Nachhinein kann ich immer alles machen. Also, es ist nicht so, dass ich, wenn ich mir was vergessen habe, dass es dann nicht mehr geht, gell? Jetzt habe ich noch eine abschließende Frage, weil da immer alles geht. Muss ich mir den Lightroom-Katalog auch noch irgendwo sichern? Und zwar, wenn du dann die Datei schließt, dann sagt der Lightroom von Zeit zu Zeit, möchtest du, jetzt natürlich der Vorführeffekt, möchtest du den Katalog sichern? Okay. Und dann legt er da einfach einen Backup-Ordner an. Und da geht es nur darum, wenn die Datenbank einmal kaputt wäre, kann in dem Fall dann die Datenbank rekonstruiert werden. Ich habe das jetzt 10 Jahre einmal gehabt. Also das kann man machen, das braucht eh nicht viel Platz und dann löscht man halt von Zeit zu Zeit und lässt die letzten 3 Sicherungen. Okay. Aber wichtig ist, die Fotos werden nicht gesichert, bitte aufpassen, gell? Er sichert tatsächlich nur die Katalogdatei. Ist wenn die Katalogdatei gelöscht oder weg ist, ist natürlich der ganze Katalog weg, das ist auch noch wichtig, gell? Also den sichern wir irgendwo in der Cloud oder so, weil da muss er eh nicht schnell sein, ne? Genau, das ist ganz egal und es geht ja nur darum, wenn die Datenbank korrupt, ist das schöne Wort, das Fachgerechte, wenn die Datenbanktabelle wird korrupt oder beschädigt, um das geht es in Wahrheit und da kann ich es natürlich aus diesem Backup-Ordner rausfischen, aber eine Sicherung auf einer anderen Stelle zu machen, macht natürlich sehr viel Sinn. Okay. Du, nur eine Frage an die Anita, verwendest du die Time Machine? Ja. Ah, sehr gut, na, dann sage ich nicht. Das ist einer der Hauptvorteile vom Apple und ich sage immer, sichern, 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 das ist das Um und Auf. Du, so alle 10 Tage. Es erinnert mich mein Computer, weil es halt so eingestellt wurde, aber ich kann es auch häufiger machen. Na, du, das passt schon. Da, also das bewahrt nichts. Gewohnt, regelmäßig Backup zu machen, ja. Sehr gut, sehr gut. Nein, das ist ganz, ganz wichtig, weißt. Und wenn ich zum Beispiel jetzt an der Ausstellung arbeite oder ich sichere, glaube ich, meinen Katalog jeden Tag oder jeden zweiten Tag, ja. Und meine Fotos gehen sowieso jeden Tag auf ein NAS noch zusätzlich und so weiter. Aber ich sage das halt immer wieder, weil ich halt doch einige Leute kenne, die ja Daten verloren haben, in einem Familienarchiv und so weiter. Und das ist halt einfach schade. Ja, danke. Na fein, dann wünsche ich einen schönen Abend. Danke vielmals. Und wir hören uns eh und ich schicke euch dann nächste Woche auch wieder zeitgerecht die Unterlagen. Ich schicke euch morgen noch ein paar Links, so ein bisschen zum Schmökern, wo ihr dann auch noch nachschauen könnt. Und es gibt den Dogma Verlag, die haben ganz tolle E-Books, die sind nicht teuer, die würde ich einfach empfehlen. Da kann man so viele Dinge nachvollziehen. Kauft euch die. Also wenn es euch interessiert, schaut euch das einfach einmal an. Kriegt morgen von mir die Linksammlung, gell? Was sind das für E-Books? Dogma? Dogma heißt die Firma. Das ist ein deutsches Journal, die sind führend im Bereich Bildbearbeitung. Also schreibt man nicht das Dogma, sondern mit C, dogma.info. Aber ich habe euch da die Linksammlung zusammengestellt und da gibt es einfach noch Kapitel geordnet. Es sind, glaube ich, jetzt 10 E-Books und kosten in Summe 25 Euro. Ich mir die einmal ausdruckt in einen Ordner geben oder am iPad lesen. Ist einfach wirklich super. Und man kann ganz gezielt diese Dinge suchen, die man halt braucht und mit denen dann entsprechend arbeiten. Na super, ja genau. So kommt man dann nach und nach rein. Genau, weil es macht jetzt keinen Sinn, wenn wir das als Skript umschreiben, ist einfach irre viel Arbeit, läuft, ändert sich permanent und die machen das einfach so gut und dann ist das Win-Win für alle Beteiligten. Okay. Wunderbar, dann wünsche ich einen schönen Abend, gell? Super, ciao. Danke, cool war's, danke, ciao. Danke, ciao. Tschüss.